Seid gegrüßt. Wir reagieren heute auf die 28. Folge von Nachschlag. Diesmal beginnen wir mit einer Schlagzeile von K1 Sufi Siyavash, nämlich dem Schweigen der Täter. Das meint, nachdem ich mich letzte Woche so echauffiert habe darüber, dass in den sogenannten Talkshows Leute auftauchen, die an den Corona-Maßnahmen dahingehend beteiligt waren, dass sie Jagd gemacht haben auf Nicht-Geimpfte oder Kritiker, Andersdenkende oder auch Ärzte gesagt haben, hör zu, ich habe das irgendwie anders gelernt, außerdem müsst ihr den nicht mal einladen. Kann ich jetzt nicht erkennen, dass jetzt in der breiten Masse, nachdem das alles jetzt klar war, es gab niemals eine medizinische Indikation, sondern das RKI wurde von außen korrumpiert, egal jetzt durch wen, kann ich also nicht erkennen, dass die Leute sagen, okay, dann müssen wir mal irgendwie in die Katharsis gehen, dann müssen wir mal auch die jetzt Aufdeckenden einladen, weil Paul Schreier ist immer noch nicht eingeladen worden, oder aber die, die wir damals verleumdet haben, müssen wir mal, gibt es ja eine Menge Leute, die darunter gelitten haben, viele Kritiker, die gesagt haben, die Maßnahmen sind überzogen, in allen Bereichen, da hat es immer Leute gegeben, die hat man immer ausgegrenzt. Ich sehe nicht, dass das breit, dass diese Menschen breit eingeladen werden, sondern Täter untereinander sagen offiziell auch, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu stark aufklären, weil sonst könnte es bedeuten, dass wir uns verabschieden müssen. Das wollen wir ja nicht, weil das würde unsere schöne Demokratie dahingehend gefährden, dass man Verantwortung übernimmt. Das ist ja das, was Sie eigentlich sagen. Es gibt einen Bericht in der Berliner Zeitung, die ja ab und zu, oder was ab und zu doch regelmäßig kritische Publikationen von sich gibt, was ich auch sehr mag. Man soll die Leute auch mal für das loben, was sie können, nicht immer nur, was sie nicht gemacht haben. Da gab es einen Beitrag von Dr. Michael Andrik und der hat die Überschrift, die RKI-Files sind das Bundesverdienstkreuz wert. Das ist richtig. Das heißt, die Macher von Multipolar, also unter anderem Korund und Paul Schreier, werden in einem offenen Brief an den Bundespräsidenten dahingehend benannt, dass man diesen Leuten jetzt mal die entsprechende Ehre zuteil werden lassen sollte. Denn nur diesem Magazin Multipolar, einem Schwurbler-Magazin, weil nicht ARD und ZDF, und crowdfinanziert ist es ja gelungen, die Files freizuklagen. Die kamen dann, nachdem sie erst eine Anwaltskanzlei passieren mussten, massiv geschwärzt raus. Auch das wird noch freigeklagt, wo man sich schon mal die Frage stellen kann, wie das überhaupt sein kann, dass bei so einer Causa, die wirklich jeden betroffen hat, es eine Behörde wagt, das geschwärzt rauszugeben. Da ist ja vollkommen klar, dass man damit erst recht die Pferde scheu macht, weil wer schwärzt, hat etwas zu verbergen. Und das ist umso peinlicher, wenn eine Behörde selbst schwärzt, aber jahrelang vor andere angeschwärzt hat. Da ist schon im Wortwitz der Irrsinn dabei. Aber im Bericht selber, den ich sehr loben möchte von Dr. Michael Andrik, kann man folgende Worte lesen. Und das finde ich das Erfrischende. Der Mann nimmt nämlich kein Blatt vor den Mund. Der schwurbelt nichts nicht hin und her oder relativiert, sondern er sagt zum Beispiel, die Macher des Magazins Multipolar sollten für ihre Verdienste um die Kontrolle der Regierung offiziell geehrt werden. Ein offener Brief an den Bundespräsidenten, da steht es, ihre Arbeit macht die große Erzählung von der tödlichen Pandemie, deren Abwehr angeblich alle Mittel rechtfertigte und keine roten Linien einzuhalten erlaube, endgültig unhaltbar. Und dann auch ganz wichtig, wir wurden von Politikern und Journalisten in vernünftige und unvernünftige oder sogar in Sozialschädlinge und solidarische auseinander verleumdet. Und da wird auch beschrieben, dass Paul Schreier vorher in einem Bestseller ja auch gesagt hat, dass man das ja geplant hatte, also diesen Event in dem Event 201, was kommen würde, wenn ein Virus kommt, dann kam er auch schon. Und dass man auf jede einschlagen müsse, die in irgendeiner Weise das Narrativ hinterfragen, das wäre ja gefährliche Desinformation. Und während wir darüber sprechen und während offensichtlich ist, dass der Staat hier wirklich etwas zu verbergen hat und dass das RKI leider keine neutrale Behörde ist, medizinisch natürlich auf dem neuesten Stand, aber den dürfen sie selbst nicht mitteilen, da haben sie ja vorher eine Unterlassung unterschrieben, müssen also lügen. Während das passiert, findet ja in Deutschland weiterhin eine Säuberungswelle statt. Ich weiß, dass kritischen Journalisten, aber auch kritischen Personen die Konten gekündigt werden. Ich muss das nicht weiter ausführen. Ich weiß aber eben auch, dass immer mehr Menschen, die als zivile Bürger kritisch sind, dass die Hausbesuche haben. Du kennst es ja, Paul. Es gibt immer mehr Leute, so vollkommen Unbescholtenen, die mir jetzt auch gesagt haben, sie verlassen das Land. Und währenddessen erleben wir eben auch, dass jede Art von Kritik, also wir haben aus diesem RKI-Fail nichts gelernt, jede Art von Kritik wird weiterhin erstickt, obwohl sie eigentlich erlaubt sein müsste, damit es nicht wieder passiert. Wir sehen es bei Russland, wir sehen es jetzt auch bei Gaza, kommen wir ja noch drauf. Und parallel dazu sieht man eben auch, wie weit das geht. Also, dass zum Beispiel ein ehemaliger Finanzminister wie Varoufakis, dass der nach Deutschland ein Einreiseverbot hat, weil der auf einer Demonstration sprechen möchte, auf einer Palästinenser-Demonstration, während die New York Times gesagt hat, das Wort Palästina solle man nicht mehr nennen. Also wenn das jetzt kein Rassismus ist, dann weiß ich auch nicht. Jedenfalls bekommt dieser Mann Einreiseverbot, weil man befürchtet, dass er etwas sagen könnte, was der Staatsräson in Deutschland zuwiderläuft. Also wenn jetzt sogar schon ein ehemaliger Finanzminister Einreiseverbot bekommen hat, dann ist, glaube ich, dem Regime die Maske wirklich vom Gesicht gezogen. Die haben da überhaupt keine Probleme mit Großkopferten, wenn die auf der falschen Seite stehen, weil sie eine eigene Meinung haben. Und mit so kleinen Fischen wie uns eben auch nicht. Und deswegen ist für mich die Schlagzeile auch wichtig, das Schweigen der Täter. Und ich möchte... Ja, was heißt Großkopfworten? Also Varoufakis, das war ja immer ein Outsider. Das war ja ein Ökonom, der in die griechische Regierung damals geholt wurde und der eben vorhatte, das Wahlprogramm von Syrien.
umzusetzen, der bereit war, aus dem Euro auszutreten, der bereit war, das, was die griechischen Wähler dann auch in der Volksabstimmung bestätigt hatten, nämlich die Ablehnung der Sparmaßnahmen, die die von den anderen europäischen Ländern durchgedrückt wurden, die durchzusetzen und sogar aus dem Euro auszutreten. Und dazu war die griechische Regierung unter Tsipras nicht bereit, deswegen war Varoufakis dann auch kein Finanzminister mehr. Ist ja dann zurückgetreten. Also Varoufakis, der hat sich schon seine ganze Karriere schon gegen den Strom gestellt. So habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Und jetzt bei dieser Palästina-Thematik, da hat er auch eine klare Position. Und in Deutschland, wo alle abweichenden Stimmen hier mundtot gemacht werden, wo kritische Journalisten aus dem ÖHR rausgecancelt werden, wo die einfach so entlassen werden, wenn sie zum Nahostkonflikt eine andere Meinung haben. Naja, hier dürfen dann natürlich auch ausländische Oppositionelle, die was anderes zu Palästina sagen, nicht einreisen. Also, ja, Kevin hat es gerade schon richtig gesagt, es scheint ein völlig normales, neues Repressionsinstrument zu werden. Dazu kommen Kontosperrungen gegen inländische Oppositionelle. Also man versucht, die Menschen aus dem Land zu treiben und dann man ihnen Einreiseverbote. Also das scheint die Strategie der deutschen Regierung zu sein, die Opposition ins Exil zu treiben. An dieser Stelle an einen Mann erinnern, der meiner Meinung nach moralisch einiges auch geleistet hat, nämlich Simon Wiesenthal. Der war ja als Jude seinerzeit, ist ja im KZ gelandet, hat es überlebt und ist danach nicht zur Tagesordnung übergegangen. Ich wollte ja eigentlich was ganz anderes werden, sondern er hat sich die Frage gestellt, was passiert eigentlich mit den vielen, nicht nur großen Tätern, sondern diesen vielen kleinen Mitläufern, die mitgemacht haben, mit Akribie und Leidenschaft mitgemacht haben. Sollte man das alles den Nürnberger Prozessen überlassen oder ist dann irgendwann auch mal, ja gut, hat er nicht, sondern hat gesagt, okay, Unrecht bleibt Unrecht und diese Menschen müssen zur Verantwortung gezogen werden und hat später auch mit dem Simon Wiesenthal Center seine Aufgabe darin gesehen, diese Menschen zu finden, um sie vor ein ordentliches Gericht zu stellen. Das ist nicht nachtragend, ich glaube, das ist notwendig und ich bin der Meinung, dass wir das auch tun sollten, dass Menschen, die während der Corona-Zeit mit Elan, mit Leidenschaft andere Menschen gejagt haben, sie denunziert haben und wieder besseres Wissens an den Pranger gestellt haben, dass wir uns diesen Leuten stellen sollten und wenn wir sie einladen und sie verweigern die Einladung, dass wir ihnen begegnen sollten, auf offener Straße mit einer Kamera und sagen, guten Tag, wie war denn das damals, was Sie damals gesagt haben? Ich hätte von Ihnen gerne offiziell eine Entschuldigung und ich möchte an dieser Stelle eine Kollegin nennen, mit der ich immer noch im Chat bin und sie hat mir noch nicht geschrieben, ich habe jetzt andere Dinge zu tun. Meine Freundin Mo Asumang, die hat mich ja damals in Österreich besucht auf einem Friedhof und hat so Playmobil-Figuren ausgepackt und hat dann gesagt, es geht doch um die Menschen und so weiter. Und ich habe ihr damals gesagt, du Mo, wenn es wirklich um die Menschen geht, dann würde man jedem Menschen auf diesem Planeten sauberes Wasser zukommen lassen oder auch eine Schüssel Reis, ist aber nicht der Fall. Und diejenigen, die jetzt etwas für die Menschen tun wollen, lassen sich das ziemlich gut bezahlen, unter anderem Bill Gates. Spätestens nach den Corona-Falls hätte ich erwartet, dass diese Frau sich bei mir meldet, weil sie hat den Bericht, in dem ich vorkomme, dann auch noch overvoiced. Für alle, die nicht wissen, was es bedeutet, weil aus meinem Interview nichts herauszukitzeln war, wo man mich irgendwie in eine Ecke drängen kann, hat sie das praktisch später, hat sie einen Text drüber gesprochen, nach dem Motto, ich wäre irgendwie wirr und so, sie müsse sich erholen. Das ist eine ganz üble Methode der Manipulation. Und da bin ich eben wie der Herr Wiesenthal unglaublich nachtragend. Mo, ich weiß, dass du das siehst. Und deswegen werden wir uns. Ja, man muss auch sagen, in der Doku, da hat sich Mo Asumang vollkommen blamiert, wie jedes Mal, wenn sie irgendein Gespräch gesucht hat. Also das hat Selner gemacht. Also, dass die Frau nicht ernst zu nehmen ist und dass diese Diffamierungsversuche ins Leere liefen, das war damals schon klar. Also ich glaube sogar Leute, die Kevan Sufisiyavash kritisch sehen, die finden das, was in dieser Doku da gemacht wurde, einfach nur albern. Also wirklich. Uns treffen, weil ich werde dir früher oder später mit einer Kamera begegnen und ich werde das live streamen, da hat jeder dann 2 Minuten, nicht, dass du sagst, ich habe dich totgequatscht und ich möchte von dir einfach eine Einschätzung im Nachhinein, dass du gleich sagst, ich wusste es nicht besser, aber ich, Mo Asumang, habe einen Fehler gemacht, ich habe mich einspannen lassen, ich war ein Mitläufer, ich war ein Mittäter, das tut mir leid, das ist für mich eine Form der Aufarbeitung und ich habe mir ja damals gesagt, ich habe mich sehr lange mit totalitären Systemen beschäftigt. Wie wäre ich damit umgegangen, wenn meine gesamte Verwandtschaft in der Gaskammer hochgegangen wäre? Hätte ich gesagt, ja, da kümmert sich jetzt jemand drum und hätte Herrn von Gehlen auf der Straße noch gegrüßt, der dann wieder frei rumgelaufen ist? Oder hätte ich das sehr persönlich genommen? Und ich glaube, ich hätte das sehr persönlich genommen. Wie hätte ich darauf reagiert, wenn hätte 4 Jahre in Bautzen verbracht, weil ein Stasi-Offizier mich bespitzelt hätte und wäre da drin kaputt gegangen? Wenn ich ihn heute treffen würde als Abteilungsleiter bei Aldi, würde ich sagen, hey, wir kennen uns doch, wie läuft's denn so? Das würde ich nicht tun. Ich würde ihn persönlich, ich mache es zu meiner Sache. Und so mache ich das zu meiner Sache und würde auch alle bitten, die solche Begegnungen mit Journalisten hatten, auch mit, glaube ich, Professor Büchs heißt die Frau von der Ethikkommission, persönlich ansprechen. Es kann nicht sein, dass diese Leute deswegen durchkommen, weil die Justiz ja mit involviert war. Ich möchte daran erinnern, dass jemand, der für die CDU im Bundesverfassungsgericht die entsprechenden
Da hakt die Technik. Wir schieben es mal nicht auf die hinreichend kann. Mund genommen, damit ist Kevan. Ich hoffe, okay, schade. Das war Kevans Teil. Der ist jetzt, wir gucken mal, ob es hier war. Obwohl doch, es scheint gleich weiterzugehen. Ich würde sagen, wir spulen mal zu dem Stück vor, wo Kevan gleich weiterredet. Beim Bundesverfassungsgericht, da wollte er wahrscheinlich gerade über Havertz reden. Also Merkels Lieblingsrichter, der da extra platziert wurde, um ja den Willen der Bundesregierung zu vollstrecken. Weil ich habe ja tolle Filme gedreht, mit dem Kuckucksklan zum Beispiel, und da bin ich auch sehr nachtragend, wenn die mir in die Fresse hauen würden, da kann ich auch nicht sagen, naja, aber die waren ja alle rassistisch erzogen und deswegen habe ich jetzt eine Narbe im Gesicht. Das würde doch Moasumang sehr persönlich nehmen. Und was ich hier sehr krumm nehme, ist, dass ausgerechnet eine Frau, ja, mit einer doch dunklen Hautfarbe die Geschichte von Malcolm X nicht versteht und sich wirklich zum Onkel Tom macht. Das habe ich hier auch damals gesagt, dass eine Frau mit deiner Hautfarbe einen Halb-Iraner in die Pfanne haut, weil das zweite deutsche Fernsehen dafür bezahlt. Das ist wirklich das Letzte. So, aber vielleicht hat sie das, wusste sie es nicht, aber jetzt ist es klar. Jetzt ist es klar, Menschen, die so gehandelt haben, die so Bericht erstattet haben, Hofberichterstatter, haben einen Fehler gemacht. Und für mich ist Glaubwürdigkeit bei allen Beteiligten, von Blome und Co., nur dann herzustellen, wenn sie sich hingestellen und sagen und sich dafür offiziell entschuldigen und dass wir nicht auf einen Sterntitel warten müssen, da gab es ja damals, glaube ich, 185 oder so, ich habe abgetrieben oder 260, ich weiß gar nicht, welcher Paragraph, sondern dass wir sagen, wie wäre es denn mal mit Eigeninitiative? Ich fürchte, dass die nicht kommen wird und deswegen möchte ich an dieser Stelle zu einer Kampagne anregen, dass wir alle, die wir betroffen sind, uns zusammenschließen, sagen, hey, Sie haben mitgemacht, ich möchte eine offizielle Entschuldigung von allen bekannten Tätern, die offiziell im Amt zur Menschenjagd bei getragen haben und die wirklich schlimme Dinge getan haben und die vor allem etwas haben gezeigt, dass sie nämlich bereit sind, totalitär die Demokratie abzuschaffen, wenn es nur von ganz oben kommt und die eben nicht die Würde des Menschen ist unantastbar gedacht haben. Aber jetzt, wo klar war, dass hier korrumpiert wurde und sie sich nicht entschuldigen, sind sie für mich immer noch so nach dem Motto, ich bin ready für neue Aufgaben. Wenn nämlich jemand dem Klimanarrativ oder dem Russen-Narrativ oder dem Gaza-Narrativ spricht. Und aus diesem Grund ist die Gefahr und die Kuh deswegen noch gar nicht vom Eis, solange diese Menschen an diesen selben Schlüsselpositionen oder sogar noch aufgestiegen wie Wieler einfach weitermachen können, sind wir in einem Land, wo man sagen kann, 61 haben die Prozesse in Nürnberg stattgefunden, aber ein Großteil derer, die Täter waren, waren immer noch in Amt und Würden. Das ist keine wirkliche Entnazifizierung. Und deswegen, wenn wir aus der Geschichte wirklich lernen, dann wissen wir eben auch, dass es nur wenige Richter gibt, die bereit waren zu kämpfen. Die hat man ja auch verleumdet. Ich sage nur Fritz Bauer. Dann müssen wir sagen, wir hätten damals anders gehalten, handelt und jetzt ist die Stunde der Bewährung. Und jetzt kommt es auf all diejenigen an zu sagen, das kann ich nicht durchgehen lassen. Schon damit ich meine Kinder später sagen kann, ich habe das unternommen, was ich Unternehmen kommt. Ich war vielleicht damals nicht mutig genug, aber jetzt sage ich, das stimmt, weil das ist nämlich Unrecht. Und in einem Rechtsstaat sollte das Unrecht nicht der zweite Vorname sein, sondern da muss man eben sagen, jetzt ist es vollkommen klar. Und deswegen möchte ich Michael Andrik nochmal sagen, vielen Dank für diesen offenen Brief an den Bundespräsidenten. Ich hoffe, er liest ihn. Ich glaube nicht, dass Paul Schreuer Herrn Korinth und dem Multipolar in dieser Art ein Verdienstkreuz übergeben wird. Das würde ja, das wäre super. Das wäre ja ein Eingeständnis. Nee, wäre es nicht. Es wäre das Gegenteil von super. Na gut. Okay, aber das ist, was ich mir wünschen würde, nach dem Motto, da fangen wir mal an. Aber solange das eben nicht passiert, sind wir alle gefordert, auch mal zur Taz reinzumarschieren und den üblichen Verdächtigen oder der Bild-Zeitung sagen, sagen Sie mal diese Aussage von damals, was war denn da eigentlich? Das ist jetzt nicht mehr zu relativ. Wie war das? Und die Ausrede, wir wussten es ja nicht besser, was hätten wir denn machen sollen, die zieht bei mir absolut nicht. Und aus diesem Grund, die Täter können nur dann schweigen, wenn wir das zulassen. Und ich fordere wirklich jeden auf, sagen, jetzt die Stimme zu erheben, sagen, ich glaube nicht nur, wir sollten reden, wir müssen reden und wir werden reden, Mo. Wir werden reden. Das wird ein Bestseller. Kevan, du hast ja mit allem recht. Ein zweites Gespräch zwischen Mo Asuma und Kevan Sofisiyavash, da würde ich mich auf jeden Fall drauf freuen. Wenn ich da gleich reinspringe, Dieter, du hast ja mit allem recht. Ich könnte es ja nicht hellleuchtender unterschreiben. Aber da steckt ja auch der Fehler gleich drin aus meiner Sicht. Das Bundesverdienstkreuz ist eine Auszeichnung für Faschisten geworden. Das Bundesverdienstkreuz haben solche Verbrecher wie Drosten bekommen. Ja? Das sind im Prinzip diejenigen, die den Massenmord der Industrie und der Politik umsetzen, werden jetzt ausgeleitet. Reihenweise jeder Mitläufer, jeder Klakör dieses Faschoregimes an der Macht ist mit diesem Schandmal ausgezeichnet worden. Und selbstverständlich, und ich unterstelle dir auch gar nicht, dass du das damit irgendwie davon ablenken wolltest, Kevan, aber genau darin liegt es ja, ja. Ein Mann wie dieser Autor der Berliner Zeitung, eine Gammelzeitung, die nichts anderes versucht,
versucht, als durch vorsichtige Kritik abzufangen, ja, kontrolliert Druck ablassen. Da kannst du ja den Kopf fassen, so viel du möchtest. Die Berliner Zeitung ist mit ihrer gesamten Redaktion Teil des Täternetzwerks. Und das wird sie auch bleiben. Und sie versucht genau das, durch sanftes Abfangen, durch leichtes Kritisieren hier und da irgendwie abzulenken. Es ist doch völlig klar, dass du das auch nicht meinst, Kevan. Aber es geht nicht darum, Paul Schreier das Bundesverdienstkreuz zu verleihen oder Multipolar. Ich bin mir ziemlich sicher, das würden die auch ablehnen. Die würden beide Finger hochreißen und sagen, die Kreuze steckst du dir mal dahin, wo keine Sonne mehr scheint. Weil genau da gehören sie hin. Sondern an diesem Bundesverdienstkreuz wird doch völlig klar, was hier komplett gescheitert ist. Der gesamte Bund, diese gesamte Bundesrepublik, die Instanzen, die diesen Schund verleihen, sind gescheitert. Es sind die Nachfolger derer, die früher Mutterkreuze um Frauen gehangen haben, die Kanonenfutter produzierten und derer, die dann werktätige Helden in irgendwelchen Betrieben auszeichnen, weil sie sich ausbeuten ließen für das, was sie als Sozialismus verkauften. Und genau das setzt ja diese Republik gerade fort. Diese Nazi-Vergleiche, die finde ich, gehen gar nicht. Also erstmal kannst du die DDR nicht mit dem NS-Staat vergleichen. Das waren zwei völlig unterschiedliche Staaten, völlig unterschiedlich organisiert. Und die Bundesrepublik auch nicht. Was völlig anderes. Ich finde, diese historischen Bezüge immer zu, also okay, zur DDR finde ich jetzt nicht so schlimm, das ist ja jetzt nicht quasi das Schlimmste, was historisch passiert ist, aber zum Dritten Reich, die schießen einfach übers Ziel hinaus. Und das nutzt sich auch ab, wenn man das andauernd macht, wie Paul Brandenburg hier. Also deswegen, Herrn André kenne ich nicht gut genug, um ihm das persönlich zu unterstellen, aber die Berliner Zeitung betreibt genau das. Durch Relativieren der Täter und durch salonfähig machen, eben davon ablenken zu wollen, was da eigentlich nötig ist. Natürlich hast du völlig recht, Kevan. Einer wie Paul Schreier und die Leute vom Multipolar, das sind die Journalisten, die wir brauchen. Das sind natürlich Helden unserer Zeit und natürlich verdient er jede Ehre dafür, aber eben gerade nicht in Form eines Bundesverdienstkreuzes, sondern gegen die Instanz, die das verleiht, muss genauso ermittelt werden. Dieser Faschist im Amt des Bundespräsidenten, dieser fürchterliche Berufsverbrecher, der ist ja gerade mitschuld an dem, was da geschieht und man müsste ihn und seine gesamte Truppe dort entfernen und aus meiner Überzeugung eben auch dann das System, das da dranhängt. Also wenn wir zu einer Demokratie kommen wollen auf deutschem Boden, dann sicherlich nicht mit diesem bestehenden System. Insofern ist für mich dann wichtig, dass wir nicht bei allem Furor über die Täter und den notwendigen Schrei nach Aufarbeitung irgendwie die Instanzen dann doch noch legitimieren, aus Pragmatismus oder wie auch immer man es nennen möchte, Dieter, die dafür verantwortlich waren. Denn solange wir einen Steinmeier nicht ebenso vor Gericht bringen wie diese Marionettenrichter in ihren Roben, dann wird kein Neuanfang gelingen, Dieter. Und da muss man konsequent sein. Da kannst du deine Berliner Zeitung nicht retten. Da rette ich meine Berliner Zeitung aufs Neue. Ich finde die ganz hervorragend. Ich finde auch, dass sie für eine bürgerliche Zeitung eine wirklich gute bürgerliche Aufklärung betreibt. Gelegentlich gibt es dann auch Dinge, die selbst vom Verleger selbst disclaimed werden, die in die falsche Richtung gehen. Aber Verleger. Also erstens, da haben wir Widerspruch. Zweitens, ich verstehe auch nicht, warum die beiden sich immer über die Berliner Zeitung streiten. Also ja, auch unser Regime noch nicht als faschistisch, noch lange nicht als faschistisch, aber wenn Frau Nancy Faeser sagt, wer einen Staat verhöhnt, wird es mit dem starken Staat zu tun bekommen. Das ist zwar kein Faschismus, aber es könnte auch von Goebbels stammen. Denn alle Kabarettisten, Karikaturisten müssen da die Ohren klingeln. Es ist die Aufgabe der Satire, auch wenn man das bei Böhmermann und Krömer etc. und Welke nicht merkt, den Staat auch zu verhöhnen und seine Regierung. Übrigens, ein Staat, der sich von Karikaturisten und Kabarettisten verhöhnen lässt, ist auch kein starker Staat, mit dem man es dann zu tun bekommen könnte. Ich will in dem Zusammenhang auch nochmal sagen, das hat auch Kevan ganz sicher so gemeint, natürlich vergleichen wir jetzt nicht die Genickschussanlagen und die Gaskammern mit die Simon Wiesenthal geprägt haben oder auch andere geprägt haben, die hier in der Vorbereitung der Auschwitz-Prozesse in Frankfurt waren, mit der Corona-Krise und dem, was da an Zwangsmaßnahmen durchgeführt worden sind. Aber, und das ist, glaube ich, das Wichtige bei dem, was Kevan sagt, die Methode, dass dann so lange gewartet und geschwurbelt wird, bis Gras drüber gewachsen wird und dann ist und dann vielleicht jemand sagt, ich bin da übers Ziel hinausgeschossen, das war vielleicht falsch. Diese Methode muss man sehr deutlich benennen und man muss auch jetzt fordern, dass sie sich da entsprechend auch schuldig bekennen oder wir müssen sie eben schuldig kennzeichnen. Ich sage nur als ein Beispiel, gegen
mein Freund Christian Wulff, der einer ganz anderen Partei angehört, der mein politischer Gegner war, mit dem ich viele Divergenzen habe. Ich bin ja für ihn eingetreten bei Will und bei Maischberger und anderswo, als diese Kampagne gegen ihn lief. Und dann hatte mal wenigstens der Jürges, früherer Chefredakteur des Stern, die Stirn zu sagen, ja, ich habe mitgetan, ich entschuldige mich, ich war Teil der Meute. Das war nicht Befehlsnotstand, er war Chefredakteur. Sondern hat gesagt, ich habe mich von dieser Stimmung, dieser Selbstgefälligkeit mitreißen lassen und bin auch auf den früheren Bundespräsidenten Wulff wegen irgendwie Bobby Carr oder solchen Sachen, die da ans angebliche Korruption hochgezogen worden sind, die ja, wofür er ja dann freigesprochen worden ist, oder ein Krabbenbrötchen, was da auf dem Oktoberfest verabreicht worden sein soll von einem Filmproduzenten. Ich bin auch über ihn hergefallen. Diese Art erwarten wir in der Aufarbeitung. Und da sind wir meilenweit von entfernt. Weil es wird niemand eingeladen, und das ist ja der Kern von Kevan, der wirklich kritisch fragt, wer hat BioNTech finanziert? Wer hat an den Aktien, Riesenaktiengewinnen profitiert? Wer hat als Steuermittel dazu beigetragen, dass dieses mRNA-Zeug überhaupt entwickelt wurde und dann vor der Zeit als vorübergehende Lösung auf die Menschheit losgelassen wurde? Wer ist da schuldig? Und das mit ökonomischen Interessen, follow the money, auch zu verfolgen. Das ist, glaube ich, das, was jetzt in der Aufklärung nötig ist. Und diese Leute werden natürlich bei den großen Talkshows und bei den Nachrichtensendungen nicht vorgelassen, nicht reingelassen. Und das wird zugedeckt. Das soll so lange getalkt werden, so lange geschwurbelt werden, bis das Ding irgendwie einigermaßen im kollektiven Bewusstsein verschwunden ist. Und dann kommt vielleicht der erste Zaghafte und sagt, wir haben hier doch ein paar tausend Menschen leben auf dem Gewissen, weil die mit Herzbeutel oder, wir haben ja letztens darüber diskutiert, Paul, oder mit Turbokrebs, das sind die Ursache nicht so eindeutig wie bei Thrombosen, aber du hast mich da auch, glaube ich, richtig korrigiert. Aber jedenfalls sind dort eine Menge Menschen ums Leben gekommen, die heute als Long-Covid dargestellt werden, aber in Wirklichkeit in die Statistik für die sogenannten Vaccinationsopfer genannt werden müssten. Ich möchte kurz etwas dazu sagen. Dieter, mir geht es um Folgendes. Wir gucken uns Krankheiten und auch geschichtliche Krankheiten gerne immer im Endstadium an. Und das ist meiner Meinung nach ein Fehler. Denn das Dritte Reich begann ja nicht mit den Konzentrationslagern. Das war das Ende. Also wenn man sich auch anschaut, wann die sogenannte Endlösung, wann die zahlenmäßig an Fahrt aufnahm, das war eigentlich so, als das Dritte Reich schon am Untergehen war. Und deswegen, wenn wir so etwas nicht wieder haben wollen, dann sollten wir erkennen und uns unsere Sinne schärfen für, wie es losgeht. Und es begann damals schon auch mit der Sprache. Und wir hatten das während der Corona-Zeit. Also in den ersten Monaten, wo Hitler an der Macht war, hat er sofort die Kommunisten ins KZ werfen lassen und die KPD zerschlagen. Und sich danach an die anderen Parteien gemacht. Also in Deutschland ging das sehr schnell. Da kann man gar nicht sagen, dass das ein schrittweiser Prozess war wie in Italien. Dort hat Mussolini ja Jahre gebraucht, um eine faschistische Diktatur aufzubauen. In Deutschland ging das ja alles innerhalb weniger Monate. Also in Deutschland, da ging es wirklich mit der relativ schnell mit der Erschießung von Oppositionellen los, und das haben wir nicht. Also nochmal diesem Faschismusvorwurf. Im Faschismus könnte so ein Gespräch hier, was die drei hier führen, nicht stattfinden. Ein faschistischer Staat würde das verbieten. Faschistischer Staat würde Giannis Varoufakis auch kein Einreiseverbot erteilen. Ein faschistischer Staat, da würde sich Giannis Varoufakis gar nicht trauen einzureisen, weil er wüsste, was dieser Staat mit ihm machen würde. Also Faschismus bezeichnet die offen terroristische Diktatur der reaktionärsten Elemente des Finanzkapitals. Dass die hiesige Politik dem Finanzkapital dient, okay, das kann man vielleicht noch irgendwie argumentieren. Aber eine offen terroristische Diktatur haben wir nicht. Also sowohl Kevan Tsufi-Siavash als auch Paul Brandenburg, obwohl sie, glaube ich, ausgereist sind, können sie hier über die Straße gehen, ohne dass die Polizei sie gleich festnimmt oder erschießt. Also das ist einfach so. Also deswegen finde ich diesen Vorwurf etwas absurd. Also was nichts daran ändert, dass die Ampelkoalition unsere Demokratie immer weiter einschränkt und dass sich die Zustände immer weiter verschlechtern. Aber da muss man doch nicht gleich mit dem schärfsten Begriff kommen, mit dem man gleich zur Hand hat. Und der, wie gesagt, nicht passend ist. Wenn wir als Sozialschädlinge bezeichnet wurden, wenn heißt, an den Rand drängen und wenn die ganze Nation möge mit dem Finger uns, und dann ist das eine ganz klare Sündenbock-Mentalität, und das ist 30er Jahre. Das muss man einfach so sagen.
Und das endet am Ende in einem Lager. Und es wäre auch möglich gewesen, wenn... Das ist noch nicht... Du hast völlig recht. Und während den Anfängen heißt ja nicht, dass diese Anfänge harmlos sind. Sondern das Ding ja, muss man, ich will das in dem Zusammenhang nur nochmal sagen. Die ersten Reichsrassengesetze von 1933 waren noch, sagen wir mal, für das Brennen von Synagogen ausgelegt, für den ganzen Terror, der den jüdischen Mitmenschen dort angetan wurde, ausgelegt. Und dann wurden sie umgeschrieben. Und umgeschrieben wurden sie von Herrn Klopke. Und Herr Klopke wurde dann Chef des Kanzleramts bei Konrad Adenauer in der Bundesrepublik. Das heißt, der Typ, der die Reichsrassengesetze für die Wannsee-Konferenz, für die Endlösung, für die Gaskammern umgeschrieben hat, damit die alten Reichsrassengesetze dann eben für diese industrielle Massenermordung tauglich wurden, der ist dann nach dem Krieg belohnt worden, indem er der engste Berater, Staatssekretär und Chef des Kanzleramts bei Adenauer war, übrigens wie Hermann Josef Abs, der dann auch für Adenauer engster Berater war und der ja bekanntlich den Kreditvertrag für den Bau von Auschwitz und auch die Profite bei Zyklon B, eingestrichen hat. Ich möchte da sagen, das Fundament von Auschwitz war im Vorfeld ein sprachliches Fundament, was man sagen kann. Das ist richtig. Das ist genau der Punkt. Und ich kann nur sagen, jemand wie Herr Blome mit seinem Wording mit dem Finger auf Sie zeigen, das ist im Grunde schon die Vorbereitung, die sprachliche Vorbereitung an der sogenannten Sonderbehandlung. Das ist einfach so. Die Art und Weise, wie er heute auftritt, da kann ich nicht erkennen, dass er denkt, oh, was habe ich getan? Mir ist dasselbe passiert. Nein. Da gibt es kein Unrechtsbewusstsein. Dieses Unrechtsbewusstsein, das ist auch für die Opfer so frappierend, dass sie denken, also wenn der das nicht macht, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Es ist so schlimm. Ja. Wenn man in Nürnberg erwartet hätte oder auch später, dass Leute sagen, ich glaube, ich habe das in einem Beitrag gesagt, es gibt ja auch andere Menschen. Klassisches Beispiel, weil ich jetzt nicht sage, jeder hat meinetwegen die Bio oder die Antennen, dass er rechtzeitig einstellt. Es ist auch einfach, also ich halte, wie gesagt, auch diese Erklärung jetzt auch in Bezug aufs Dritte Reich nicht für richtig. Also die Taten beruhten ja nicht auf einem sprachlichen Fundament, sondern die beruhten darauf, dass sie die staatlichen Machtmittel in der Hand hatten. Also die hätten in der Weimarer Republik noch so viele Reden halten können, wenn sie nicht als stärkste Partei ins Parlament gewählt worden wären. Und wenn Hindenburg Hitler nicht zum Reichskanzler ernannt hätte, dann hätte es diese ganzen Verbrechen, dann hätte es die faschistische Diktatur nie gegeben. Also das Problem war ja nicht, dass sie diese Rhetorik hatten, sondern das Problem war, dass sie die Machtmittel in die Hand bekommen haben. Die hätten im Reichstag so viele Reden halten können, wie sie wollen in der Weimarer Republik. Es hätte nichts groß geändert. Also erst als sie an die Macht gekommen waren, konnten sie das, was sie vorhatten, in die Tat umsetzen. Eine die Hitler-Sekretärin hat später eine Dokumentation über sich machen lassen. Frau Junge, im toten Winkel. Und da stellt sie die berechtigte Frage, wie das eigentlich sein kann, dass sie im selben Alter wie damals die Geschwister Scholl, die ja mal überzeugte Nazis waren, dass die irgendwie einen Bruch hatten oder etwas anderes getan, Weiße Rose, während sie weiterhin im Reichskanzler die Sachen geschrieben hat. Und sie hat später gesagt, okay, ich kann immer noch als schlechtes Beispiel dahingehend dienen. Ich sage, das ist mir passiert. Ich dachte das nicht, aber ich möchte zeigen, für die Zukunft, passt auf. Ich wusste es nicht, ich dachte es nicht, aber ich bin benutzt worden. Das ist mit mir gemacht worden. Also das ist für mich eine Aufarbeitung, wo die dann sich ich bin unschuldig, ich bin auch nicht unbedingt schuldig, aber das lerne ich aus meinem Schicksal, das kann mit dir passieren, wenn du einfach nur Karriere machst und neben dem Führer eben abtippst. Das wäre für mich eine Aufarbeitung. Und das findet ja auch nicht statt, weil ich bin ja nicht derjenige, der den Richter sagt, was hast du da gemacht? Ja, wir alle sind letztendlich mehr oder weniger zu Fehlern verdammt. Aber wenn er so etwas gemacht hat und man hat den Intellekt, Herr Blome, dann ist es reine Eitelkeit, sich das einzuräumen und im Nachhinein zu schönen, man konnte nicht wissen. Der Mann weiß genau, was er getan hat. Und er ist ein Karrierist und möchte seine Karriere weitermachen, genau wie Herr Wieler. Und ich erwarte von diesen Leuten, wenn man sagt, da gibt es ja eine Geschichte, kein Beispiel. Doch, das gibt es. Es gibt Leute, die gesagt haben, da habe ich mich verleiten lassen, da war ich Teil der Meute, ich schäme mich dafür, auch wenn ich es nicht unbedingt wusste, aber ich möchte zeigen, dass damit so etwas nicht steigerbar ist und damit ich auch von mir selber gut dastehe, sage ich, hör zu, das war ein Fehler. Ist das zu viel verlangt? Gegenüber den Opfern. Und solange das nicht passiert, bleibe ich dran. Tut mir leid. Wir bekommen es Dieter schon noch beigebracht, dass Faschismus nicht identisch ist mit Nationalsozialismus. Nein, und das behauptet auch niemand. Aber offen terroristische Diktatur, sowas haben wir in Deutschland nicht. Also zeig mir doch die tausenden toten Oppositionellen, die gibt es nicht in Deutschland. Also behaupten, dass wir gerade auf der Welt keinen wirklich faschistischen Staat haben. Also mir fiele jetzt auf Anhieb keiner ein. Das ist ein historisches Phänomen gewesen, das es im 20. Jahrhundert gab und ob es jemals wiederkommen wird, das ist offen.
Also deswegen würde ich diesen Begriff auch nicht so willkürlich verwenden. Er anfängt und sich entwickelt, auch bevor die Genickschussanlagen endlich da sind. Und damit sind wir letztlich bei deinem Thema, denn du sagst Netanyahus Wiederwahl. Ja, das ist dann das nächste Thema. Dazu kommen wir gleich. Aber wie gesagt, nochmal zu Faschismus. Das ist die offen terroristische Diktatur der reaktionärsten Kapitals. Das haben wir schlicht und ergreifend nicht. Also in einem faschistischen Staat, da gäbe es keine Oppositionsparteien, die dagegen opponieren könnten. Also da gäbe es weder AfD, noch BSW, noch Linke, noch sonst irgendwas. Da gäbe es eine staatliche Einheitspartei, die dann entsprechend Politik macht. Also ich meine, dieser Faschismusvorwurf, der kommt ja nicht nur von den drei hier. Ich meine, Hitler-Vergleiche, die sind ja total on woke. Also jetzt nicht gegen unsere eigene Regierung, sondern gegen feindliche Regierungen, beispielsweise gegen die russische. Und auch da muss man sagen, nein, auch Russland ist, obwohl da die Opposition unterdrückt wird, kein faschistischer Staat. Auch in Russland gibt es Wahlen, auch in Russland gibt es eine Opposition. Und wie gesagt, es gibt, glaube ich, auf der Welt gerade keinen wirklich faschistischen Staat. Und wenn euch einer einfällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber selbst solche Diktaturen, wo die Opposition vollkommen abgeschafft ist, wie beispielsweise, nehmen wir mal Afghanistan. Da haben ja die Taliban den Bürgerkrieg gewonnen und sind da jetzt einzig herrschende Regierung. Und die haben wirklich jede Opposition abgeschafft, entspricht ihrem theokratischen Staatsverständnis, aber auch das ist kein faschistischer Staat. Die Taliban, die haben nämlich als Klassenbasis das Kleinbürgertum. In Afghanistan gibt es kein voll entwickeltes Finanzkapital und dementsprechend kann es in Afghanistan auch keinen Faschismus geben. Also unter den derzeitigen Bedingungen zumindest nicht. Beispielsweise, also ich habe mir jetzt irgendeinen Staat rausgesucht, könnte auch noch andere Staaten durchgehen. Aber wie gesagt, ich würde sagen, Faschismus ist etwas, das hatten wir im 20. Jahrhundert. Das ist ein historisches Phänomen. Da kann man jetzt nicht jede Regierung, die einem nicht gefällt und die ein bisschen die Opposition unterdrückt, gleich als faschistisch bezeichnen.